dass ich so depressiv wieder mal bin, so schwer und wieder dieses Gift in meinem Körper so spüre, mich hinlegen muss und dass ich zwar irgendwie arbeiten will und aber dann kommt so ein dann kommt so ein Moment, dann will ich arbeiten, aber dann es geht einfach nicht. Und er ist so schwer und schwermütig und ja, niedergeschlagen. Da ist überhaupt nichts zu denken an Arbeiten. Kennen Bekannte so, oder hört man ja immer wieder, die dann sich irgendwie überwinden oder wirklich rausreißen. Ich will damit nur sagen, es ist jedenfalls so, dass ich nichts mache halt. Und dass das eben so auch so bleiben wird. Und das wird sich nie irgendwas ändern daran. Ich schleiche ja nur depressiv rum die ganze Zeit. Es fällt mir so sehr auf, dass ich gar nicht lache oder gar nicht, überhaupt nicht Energie verspüre oder positiv bin. Ich bin so sehr. Bin da drin gefangen. Da ist einfach kein Rauskommen darauf. Das ist. Es ist absolut unmöglich. Ich weiß das inzwischen. Es kann doch nicht sein, dass ich nichts mehr machen kann. Ich halte das auch für normal und alles andere halte ich für unmöglich, dass ich mich ändere oder positiver werde und lebendiger, aber oder energiereicher, aber im selben Moment halte ich es für absolut unmöglich. Einerseits sage ich will arbeiten, ich habe es mir auch vorgenommen jetzt und habe auch angefangen und ich zwinge mich ja auch oft. Immerhin, ich zwinge mich. Oh, Peter, los, das machst du. Ich will ja irgendwie, aber ich kann einfach nicht. Manchmal sitze ich da und da fühle ich dann so eine Riesenschwere, dann lege ich mich hin, dann schlafe ich sogar ein. Dann fühle ich, das Letzte, was ich noch merke, ist dann, wie ich dieses Gift in meinem Körper habe. Alles voller Gift. Es kann doch nicht sein, dass ich da hängen bleibe an der Stelle und nichts mehr machen kann. Ich schaff's einfach nicht. Ich sitze da und bin so schwer. Dann sitze ich da und bin einfach nur so schwer. Dann beuge ich mich über so nach vorn und bin einfach nur noch schwer und mich zieht alles nur runter zum Boden. Dann muss ich mich hinlegen. Ich glaube, dass ich einfach nur zerstört bin oder dass ich irgendwie, ja, dass meine Lebensfreude zerstört ist oder meine Energie oder meine, ja, dass das gründlich zerstört ist oder gründlich kaputt gegangen ist. Das ist wie so ein Ende, wie so, da geht gar nichts mehr, nur dass ich dann eben doch im letzten Moment sage, Peter, aber du kannst da dich jetzt nicht einfach so komplett aufgeben. Naja, es ist gar nicht mal aufgeben. Es ist gar nicht mal aktiv, dass ich mich auf. Ich gebe mich nicht auf, sondern es ist einfach so, wie ich beschrieben habe, wie ich so schwer werde. Ich kann da nichts gegen tun. Es ist stärker als ich irgendwie. Ich kann dann gar nichts mehr tun.
Ich bin einfach nur noch schwer und habe keine Gedanken mehr und gar nichts mehr. Und dann lege ich mich hin und dann kommt das ganze Gift in mich rein. Ah. Ah. Das Einzige, was ich nur sagen kann, ist, dass das nicht sein kann. Ja, alles, was ich auch sagen kann, ist, dass ich das schade finde. Ich bin am Ende und es muss immer so bleiben, oder was? Das fühlt sich an, als ob ich nie wieder irgendwie überhaupt lebendig sein kann, auch nur ansatzweise. Und dann sage ich mir, das kann doch nicht sein. Ich weiß nicht, was da wirklich abgeht. Es ist einfach viel zu brutal. Auch an der Stelle bin ich viel zu pessimistisch, weil es ist absolut nichts zu machen. Ich habe keine Hoffnung. Ich habe keine Hoffnung, dass ich das jemals lösen kann, dieses Ganze. Ich weiß, dass ich daran sterben werde. Das ist absolut unmöglich für mich. Ich werde dann nie was dran ändern, weil das so schrecklich ist und so dermaßen schlimm ist und katastrophal. Es wird sich nichts ändern daran. Naja, dann kommt der Moment, wo ich dann begreife, dass das so bleiben wird. Das kann doch nicht wahr sein, dass ja, das jetzt wahr, dass ich jetzt so den Rest meines Lebens so da sitzen muss, übergebeugt, schwer und überhaupt nichts mehr tun kann.